Was geht? Und willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Dann machen wir hier mal ganz saftig weiter in der Mission Obdachlos. Und ich wünsche euch schon mal viel Spaß dabei. Legen wir los. Let's go. Ein Polizist, der uns wahrscheinlich sucht. Aber wir haben uns gut versteckt. Es ist zwar ein bisschen kalt, aber was sollen wir machen? Müssen uns wahrscheinlich einen Unterschlupf suchen oder irgendwo Feuer machen. Kein Mensch auf der Straße. Einfach zu kalt. Eine Telefonzelle. Ich würde sagen, wir bestellen uns jetzt einfach mal eine schöne, warme Pizza. Ist dort Pizza, Max? Hello? Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Uns geht das echt beschissen. Tränen in den Augen bei der Kälte. Wer kennt das nicht? Wir brauchen unbedingt Hilfe. Er kriegt das ja nicht mit, dass da einer liegt. Hey, wer ist da? Ich muss mir das einbilden. Helf mir mal, du Obdachloser. Komm schon. Trink.
Hey. Ich hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Aufstehen, Lüge, Wahrheit, ausweichen. Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehe. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Wahrheit. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Wahrheit. Nein. Ja, da gibt es schon jemanden. Ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Ist zwar kein 5-Sterne-Hotel, aber Hauptsache warm. Erstmal schön die Hände wärmen. Andere, Hilfe, danke, aufstehen. Kennst du die anderen? Das ist Walter da drüben. Okay, trinkt ein bisschen viel, aber ist in Ordnung. Das ist Jimmy. Halt dich lieber von ihm fern, wenn ihm der Stoff fehlt. Und die Kleine, das ist Thirsty, sie ist schwanger. Armes Ding. Vertrauen. Ich wünschte, ich wäre gestorben. Ich weiß, Kleine. Ich weiß. Aber da müssen wir alle mal durch. Manchmal muss man nur durchhalten und warten, bis es um ist. Sieh mal, jeder hier hat seinen Platz. Manchmal dauert es einfach nur, bis man ihn gefunden hat. Danke. Danke, Stan. Ja. Hilfe? Warum hast du mich mitgenommen? Na, ich wollte dich nicht erfrieren lassen. Ich war in der Lage zu helfen, also habe ich's. Kein großes Ding.
Ist doch schön, dass er uns geholfen hat, sonst wären wir dort auf der Straße erfroren. Schön die Hände wärmen. Merry Christmas. Eine Kerze im Fernseher. Was guckt sich denn er da für eine Zeitschrift an? Okay, sie ist schwanger, Alkoholiker und ein Drogenabhängiger. Wir werden die einfach mal anquatschen. Okay, das müssen wir uns nicht antun. Zurück von den Toten? Halleluja! Preise den Herrn! Willkommen in unserem magischen Königreich! Nee, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Hi. Hi. Kann ich mich denn mit denen nicht unterhalten? Das ist schade. Ganz zufällig liegt dort ein Messer. Nein. Nein. Wegling. Was hast du von Mädel, wenn du dir jetzt hier die Pulsadern aufschneidest? Nix. Das bringt gar nichts. Ist unser Vorrat schon leer? Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen das besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja, ich komme mit. Er hat uns geholfen. Jetzt werden wir ihm helfen. Er macht auf jeden Fall einen sehr sympathischen Eindruck. Wir brauchen etwa $5. Das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Na gut, $5 kann ich ja irgendwo auch aus dem Kiosk klauen. Hey Stan. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ich versuch's mal da drüben. Ja. Viel Glück dann. Wir können die Leute ja mal fragen, ob sie uns Geld geben. Was ich bezweifle. Na, ich glaube nicht, dass das was bringt. Wir gucken uns hier einfach mal um.
ist nur Futter. Das ist so hart. Ich hab gesagt, wenn es ihm nicht passt, soll er gehen. Und dann? Wir können ja auch irgendwie auch keinen fragen. Anklagend, einfach, ernsthaft, nett. Obdachlose suchen Essen. Guck dir die Leute an, gehen einfach vorbei. Menschen sind wie Tiere, denken nur an sich. Das ist klasse. Hier. Wie viel haben wir da jetzt gekriegt? Ein Dollar? Ein lausiger Dollar. Willst du ein paar Dollar extra verdienen? Aber na klar doch. Sie wollen mir helfen? Naja, ich finde, ich tue dir einen Gefallen und du tust mir einen Gefallen. 10 Piepen und dann kommst du kurz mal mit mir. Ablehnen. Ich werde mit Sicherheit dir keinen blasen. Ich brauche deine Knete nicht, Arschloch. Die kannst du dir in den Arsch stecken. Vielleicht liegt da in einem Mülltonne was zum Essen drinne. Aber es sieht schlecht aus. Nur ein Dollar. Gut, wir hätten den auch ihm blasen können, dann hätten wir ihn umgebracht. Dann hätten wir unsere 5 Dollar. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich habe Hunger. Hätten Sie vielleicht irgendwas für mich? Betteln, nicht bei mir hier. Anflehen. Bitte. Bitte, es ist so kalt. Und ich... Mach dich vom Acker, Herzchen, sonst rufe ich gleich die Cops. Ein sehr unfreundlicher Bastard. Dann gehen wir eben zum Supermarkt. Wir können ja was klauen. Weil für einen Dollar werden wir nicht viel bekommen. Und wieso komme ich da nicht rein? Man kann ja auch keine Leute ansprechen. Seit wann ist die Stadt so ein Ghetto? Hey, das ist doch nichts Neues. Die Wirtschaft läuft eben nicht. Am Fahrzeug können wir auch nichts machen. Nehmen.
Na, Kollege? Alles fresh? Mal gucken, ob wir $5 zusammengekriegt haben, aber ich glaube nicht. Die sind ja alle zu geizig. Hey Jody. Wie ist es gelaufen? Nicht so toll. $5. Damit es heute Abend Essen gibt. Wir schaffen das. Und du auch. Okay, ich mach weiter. Ich hab Hunger. Irgendwo krieg ich schon Geld her. Nicht gut. Ja, wo bekommen wir jetzt $5 her? Bei denen war ich schon. Weil viele Möglichkeiten haben wir hier nicht. Da komme ich nicht mehr rein. Ich muss irgendwo Kohle herkriegen. Gehört ihr dir? Ja. Aber heute frieren einem die Finger ab, habe ich gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm sie ruhig. Wir können ja mal unser Glück versuchen. Ah, gar nicht so einfach. Wow. Wow.
Nein. Danke. Wir haben genug. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier. Ich hole uns Essen dafür. Das waren noch bestimmt mehr als $10. Gewonnen, alter Glückspilz? Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sehen wir aus wie Ärger etwa? Oh, komm schon. Willst du das, Ed? Ja, schon dabei, Mann. Fuck. Da müssen wir sofort einschreiten. Ich bin doch voll eingeknallt. Haut ab, dann passiert euch nichts. Schaut mal hier. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Lass laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Mist Wir sehen uns später, Mist. Verdammt, ich hau ab! Hey. Wie hast du das gemacht? Verpisst euch. Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren 4 von ihnen. Du warst allein. 4 Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, wo sie wieder kämpfen. Okay. Abendessen gerettet. Tunnel geschlossen. Okay, Leute. Kommt zum Essen. Mal gucken, was das Leckere gibt. Rotkohl, Kartoffeln, Schnitzel. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ihr hättet sehen sollen. Das waren 4 Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Baby. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby.
Vermutlich hätte sie umgebracht. Das ist hart. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Rogen. Da will ich mir doch mal einen Schuss setzen. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. Tja, und hier war dann Endstation. Das Lager. Wie lange seid ihr schon hier? Die Brücke fand ich so vor ungefähr 6 Monaten. Traf hier Walter. Jimmy tauchte auf. Tuesday ist hier seit etwa 3 Wochen. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Ehrlich. Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Schön ruhig. Genug von den Fraß. So. Rein ins Bettchen, würde ich sagen. Was machst du? Vertrau mir. Alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jody, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh, mein Gott. Bricht mir das Herz, du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder. Verliebe dich. Sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Oh, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Das war krass.
Ein Wunder. Ein gottverdammtes Wunder. Jody? Danke. Haben wir den Obdachlosen eine kleine Freude bereitet. Tuesday, ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein! Nicht ins Krankenhaus! Oh. Sie nehmen mir mein Baby weg! Oh nein, niemand kriegt mein Baby! Oh. Schau dich um, Kleine! Wir haben gar nichts hier! Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser! Wir haben gar nichts! Oh, mein Baby! Oh, ich will nicht, dass mein Baby stirbt! Oh. Halt durch! Halt durch, ganz ruhig! Uns fällt was ein! Hey, Jimmy! Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Suche einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Na los! Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jody, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja! Aber ihr müsst euch verdammt beeilen! Auf geht's! Jody, komm schon! Wo wollen wir hier was finden? Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein, wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Aber uns fällt was ein, komm! Wir gehen erstmal shoppen. Drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Auf geht's. Für das Rolltor sein. Um den Schalter kümmere ich mich gleich. Ein Schalter. Ja, ich bin noch schon dabei. Wir müssen den Schalter finden, um das Tor zu öffnen. Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Oh, Scheiße, da der Alarm. Ich hätte es wissen müssen. Beeilen wir uns, die Cops werden jeden Moment hier sein. Ich hab so viel ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen.
Verdammt, an den Alarm habe ich nicht dran gedacht. Aber ist er nochmal gut gegangen. Da habe ich noch eine Apotheke gesehen. Hört sich nicht gut an. Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle, außer Jody. Ich will nur Jody. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Okay, keine Sorge, wir finden einen Weg, uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Gar keinen Bock jetzt. Okay, heize. Warm muss es sein. Entspann dich mal. Ich kümmere mich um die Matratze. Okay, legen wir los. Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Halt durch. Okay, du kriegst das hin. Volle Konzentration jetzt. Sie ist da, Tuesday. Yeah. Ich bin der Meister. Okay, jetzt noch die Nabelschnur.
Babe. Da ist der kleine David geboren. Es war bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die andere. Wow. Es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Ein Mädchen. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Jetzt schnell raus hier. Stan, Stan, mach auf! Was zum... Oh Gott! Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich geh allein. Aber... Los, raus mit dir! Unbedingt das Feuer löschen. Tuesday, das Baby. Sie sind oben, hört ihr? Wir müssen sie rausholen, bevor hier die ganze Bude abbrennt. Jetzt aber schnell.
Was war das? Los, raus! Raus! Das Baby! Los, rette das Baby! Gleich den Mann! Jetzt aber schnell. Schnell raus hier. Scheiße. Komm, warum machst du das? Jody! Sehr schön. Jody! Gott. Hilfe! Fuck! Jody, komm schon! Und die Bullen. Oh, oh, komm schon, Jody, du packst das! Oh mein Gott! Komm schon, komm schon! Ja. Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Nein, gesagt. Keine Widerrede. Verschwendest deine Zeit, Jody. Ich hatte mal gut 2000. Ich wie alle anderen. Du sagst, das war eine Vorrat. Pass gut auf dich auf, Jody. Ich will nicht, dass dir was passiert. Normale Abteilung. Das Kind braucht Wärme, es soll Wind und ein Fläschchen haben und Kleidung wie Jody. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter der Brücke geboren wird. Und du bist deine Magierin, Jody. Die Existenzen.
Bin ich tot? Aiden? Aiden? Wieso Aiden? Ich wollte nicht mehr hier. Auch eine spannende Folge. Geht mal zu Ende. Wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst einen Like oder einen Kommentar da. Ihr könnt das Video auch gerne teilen. Dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Also haut da rein und bis dann.